wenn mich jemand gefragt hätte, als ich 25 Jahre alt war, ich werde irgendwann einmal dirigieren, hätte ich gesagt, Entschuldigung, dir geht's nicht gut. Es kann nicht sein, dass ich dirigiere, ich kann das nicht. Und das ist einfach alles nach der Reihe gekommen. Also es gibt oft Situationen im Leben, wo man sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Entweder ich fange das jetzt selber an oder ich höre auf, überhaupt mich auf dem Territorium zu bewegen. Und das ist eigentlich mit all diesen Dingen bei mir so gekommen. Zur Musik bin ich gekommen über die Volksmusik sozusagen. Ich habe also Akkordeon gelernt, mit 5 habe ich begonnen. Also mein Vater hat gespielt Akkordeon und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, das will ich auch machen. Und er hat mir ein paar Griffe gezeigt, ein paar Akkorde und dann haben wir losgelegt. Und zur Klassik bin ich gekommen eigentlich durch einen Opernbesuch in Mannheim, im Nationaltheater Mannheim. Meine Frau hat mich da quasi hingezerrt, weil ich habe gesagt, mit Klassik will ich nichts am Hut haben. Das ist mir zu langweilig. Und dann hat sie gesagt, bitte probieren wir es, wenn es nicht schön ist, dann gehen wir in der Pause. Und da habe ich das Glück gehabt, dass es eine sehr, sehr gute Vorstellung war und dann war ich sozusagen positiv infiziert. Das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Wir sind oft mit dem Papa mitgereist zu den Konzerten. Ja, und ich war schon immer fasziniert vom Radetzky-Marsch. Und mit 13 Jahren habe ich dann das erste Mal diesen Marsch dirigieren dürfen. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen bei einem Marsch dirigieren. Aber ja, es hat sofort Spaß gemacht einfach. Und ich habe bemerkt, dass irgendwie da ist was, was mir voll gefällt. Ja. Ich glaube, dass die Probe eigentlich nur Organisation ist und dass man vielleicht nicht zu viel Emotionen ausschüttet und erstmal Ordnung schafft und dann zum Konzert richtig mit Spannung reingeht. Letztendlich ist es eigentlich eh so wie ein Soundcheck, würde ich mal sagen. Also Feinabstimmungen, Balance mit Orchester und wie es im Saal klingt. Oft gibt es Flügel, die eher schrill klingen. Da muss man dann eher aufpassen, dass man nicht zu stark übertreibt. Aber dann gibt es welche, da muss man halt dann besonders viel reinlegen, damit überhaupt der Klang zum Letzten in der Reihe hinkommt. Philipp Scheucher ist unser Pianist. Philipp ist deshalb der Pianist, weil ich finde, dass er eine ganz tiefgründige Aussage trifft, eine sehr hohe Musikalität hat. Und vielleicht auch deshalb, weil wir beide ein wenig in der Volksmusik verwurzelt sind. Dadurch haben wir wahrscheinlich eine Beziehung, die sich so einfach nicht mit Worten so beschreiben lässt. Es sind bestimmte Grunddinge da, auch im Verständnis für die Musik, für die Klassik, für alles. Und deshalb ist es der Philipp geworden. Für mich bedeutet das unglaublich viel. Zum einen, weil die Zusammenarbeit mit dem Matthias Kendinger ist einfach wirklich immer fantastisch. Also allein auf menschlicher Ebene und auf musikalischer, es ist immer ein so leichtes Verständnis. Also manchmal reicht ein Blick und man kennt sich irgendwie fast aus, was der andere meint. Und zum anderen natürlich auch jetzt mit Tschaikowskis Klavierkonzert, also das Programm hat so eine gewaltige Wirkung auf mich persönlich auch sehr, weil das Werk ja an sich irgendwie als Meilenstein für Pianisten gesehen wird und natürlich auch sehr publikumswirksam ist. Ich bin ja der Meinung, dass wir der Jugend die Klassik mehr beisteuern oder wie man sagt, indem wir neuere Fassungen machen. Und genau das hat mich immer fasziniert. Zum Beispiel, wenn es da mal richtig schnallt auch und der Groove kommt, das gefällt mir schon. Warum eigentlich ein Konzert? Es kann nicht sein, nur einfach Musik zu hören. Ich denke, Musik hat viel mehr zu sagen und zu geben, als nur Unterhaltung zu sein. Und wenn wir möglichst vielen Menschen was mitgeben können, es hat einen berühmten Dirigenten gegeben, der gesagt hat, wir wünschen uns, dass der Mensch, der ins Konzert kommt, wenn er geht, nicht mehr dasselbe ist. Dass er irgendwas für sich mitnehmen konnte, für sein eigenes Leben. Und für das arbeiten wir eigentlich.